muss ich. Wie lang verfolgen die mich? Lümmel. Na, immerhin. Bloß sterben, du Lappen. So, hier haben wir auch wieder Energie. Wunderbar. So, naja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Spiel so einigermaßen. Das war jetzt nur beim Kai relativ stark ersichtlich, dass ihm das gefällt. Mana-Kristall, okay. Stimmt, hier kann ich jetzt sagen. Okay, alles klar. Jo, aber Jesse, nochmal zu dir. Ich sehe doch die ganze Zeit, dass du Monster Hunter World spielst. Ich dachte, das gefällt dir, das Spiel. Oder ist es jetzt nur... Spielst du das Spiel nur, weil du jetzt gerade nicht wirklich nicht weißt, was du spielen sollst? Ist auch eine Möglichkeit. Du spielst ja die ganze Zeit Monster Hunter World aktuell. Und Ark. Oder ist es eher nur, weil du nicht weißt, was du spielen sollst? Ich meine, ich kenn's, ne? Klar. Okay, das ist super. Das Tolle ist, wenn ich Mana bekomme, kann ich meinen Zauber schneller aufladen. Und wenn ich einen Ausweich schaffe, ich darf halt nie vergessen, dass ich den zwar anvisieren kann, aber nur von der Kamera. Alter! Die braucht viel zu lange... Hallo, ich würde gerne, dass du aufstehst, Mädchen. Danke. Okay. Es war machbar. Es war definitiv machbar. So, den haben wir fertig. Muss ich den...
Was? Deranged Spectre Armor. Alles klar. Den Verteidigungskristall würde ich mir aber gerne mitnehmen. Die, ich sag's mal so, die ist ein bisschen zu träge. Für die Sachen, die sie halt hier machen muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also manche... Man muss damit echt... Man muss wirklich wissen, dass die zu langsam ist. So, meine Energie lädt sich Stück für Stück auf. Und hier geht's weiter. Okay. Prepared! Ah, jetzt bin ich hier oben. Also ich muss sagen, es hat so ein bisschen was wie, hat halt, klar, Anime ist logisch, aber es hat so ein bisschen was, von Dark Souls. Muss man sagen. Hier wird hier im Spiel auch nichts erklärt, was zum Lightning. Okay, das ist wie so ein... Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Sorry. Whoa. What the heck? What the heck's going on here? Okay, das ist geil. Die Musik hier ist super. Ist mir das nur so... Kommt mir das nur so vor, oder... Liegt es am Monitor? Entschuldigt, ich bin gerade mal ein bisschen... Ich will mal was anderes machen. Ich habe jetzt mal OBS auf einen anderen Monitor gelegt, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass es immer ruckelt. Feuer Level 2, alles klar. Super Armor during Staff Attack. Okay. Ah, gegen. Ah, okay. Lightning. Long range, single shot, powerful lightning strike. Change up attack summons and lightning field. Level up, increase. Alles klar. Ich bin aber schon wieder verflucht. Ah, dann lag das aber nicht am Spiel. Okay. Dann liegt es in meinem dritten Monitor, der ein bisschen Delay hat. Naja, wenn man als dritten Monitor ein älteres TV-Gerät benutzt, weil man es wirklich nur zum TV benutzt, dann ist es aber normal. Achso, das wollte ich aber mit 20 machen. Und dann machen wir mal ein bisschen mehr auf Intelligenz, dass das ein bisschen Schaden macht. So, die Frage ist jetzt. If Nobelgar fails when she curse, she lost. Okay, wenn wir sterben. Das bedeutet, wenn wir sterben und verflucht sind, verlieren wir einen Teil von Seelen. Das ist okay. Ja. Und jetzt? Wir waren hier unten. Und wir haben hier alles rausgehauen. Wo geht's jetzt weiter? Alter. Das ist jetzt die Question. Müssen wir hier runter? Okay. Das ist pretty cool. Na gut, wir sind jetzt hier im ersten Level. Das bedeutet, hier gibt es gar nicht so viel. Wir können jetzt einfach durchrennen und die klatschen. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Warum ist hier zu? Hier war doch... Achso, okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich genau lang muss. Dementsprechend... laufe ich überall nochmal durch. So, das Gefühl, ich laufe hier zurück. Aber hatte die Katze nicht gesagt, dass wir eigentlich zurücklaufen? Grüß dich, Küsti, hi! Schön, dass du da bist. Few Tips. Aber von da kam ich doch. Warte mal, von hier kam ich. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und hier kann man nirgends lang, außer hier lang. Oder? Ja. So, schön, dass du da bist. Hallöchen. So, wir spielen gerade Little Witch Nobita. Oder Nobeta, je nachdem. Ich weiß nicht genau, wie man das benennt. Geht's hier irgendwo rein? Sieht hier irgendwas komisch aus? Will ich irgendwo hier rein? Hier geht's nach oben, da geht es nicht nach oben. Und hier haben wir die Katze gefunden. Genau, daran kann ich mich noch... Ups. Ja, da bin ich zu schnell gelaufen. Ich muss jetzt mich nur dran gewöhnen, nach rechts zu gucken, um den Chat reinzusehen. Weil ich, wie gesagt, meine Monitore jetzt umgestellt habe. So. Ich mal gucken. Kann ich jetzt hier lang? Kam ich hier lang? Soll ich hier lang? Will ich hier lang? Warte mal, von da kam ich doch. Und hier ist alles offen. Okay. Kleiner hat gesagt, streik vorwärts. Aber hier ist alles weg. Okay. So, hier haben wir wieder Seelenfragmente bekommen. Kenne das Game gar nicht. War gerade bei Twitch und sah, dass du spielst. Ja, ist in der Early Access. Ich glaube, das ist ein relativ unbekanntes Spiel. Du spielst ein kleines Hexenmädchen und wir müssen zu einem Thron. Wir haben in unserer Tasche eine kleine schwarze Katze, die uns so ein bisschen ein paar Tipps gibt und so einen Scheiß. Dementsprechend gucken wir, müssen wir einfach mal schauen, wie wir da hinkommen. Du kriegst nirgends gesagt, wo du wirklich lang musst, nur so sporadisch. Das ist so ein bisschen wie Dark Souls. Und du weißt auch, kriegst auch nicht Bescheid gegeben, wie du was machen musst. Zum Beispiel der zweite richtige Boss, die Monika zum Beispiel, die kleine Puppe. Die Gegner hier sind weibliche kleine Puppen. Das bedeutet, wir haben aktuell zwei besiegt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage... wo geht's lang? Also ich bin ja auch schon tausendmal gestorben. Dementsprechend weiß ich auch nicht so ganz genau, wo ich lang muss. Nee, da muss ich nicht lang. Hier unten bei den Puppchen war ich schon. Ich probiere es mal hier unten, obwohl ich nicht glaube, dass es hier weitergeht. Und ja, du musst halt hier mit den Elementen so ein bisschen spielen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Hier zum Beispiel unsere Arkane Macht ganz normal hier. Wie so eine Handfeuerwaffe. Nur mit Magie. Aua! Während das Eis sich eher so anfühlt wie ein Maschinengewehr und das Feuer halt wirklich wie eine Pumpgun. Und Blitz ist halt wirklich... übel. Aber hier war ich schon. Ich gehe nochmal zurück.
Ich gehe nochmal zurück. Jo. Ich habe übrigens wegen dir, Küsti, noch Resident Evil 5 installiert. Das bedeutet, wenn du Langeweile hast und das Spiel testen willst, dann können wir das durchaus jetzt oder auch heute gerne ein bisschen spielen. Heute habe ich mir Zeit genommen, weil morgen kann ich nicht und am Wochenende kriege ich Besuch. Wahrscheinlich. Also ich will jetzt noch nicht zu 100% mit Sicherheit sagen. Ansonsten Resi 5 wäre natürlich drin. Ich weiß nicht, ob du Resident Evil 6 besitzt. Das kann man auch mit zwei Mann spielen. Also manche Sachen. So, der Blitz braucht ein bisschen, der ist aber dafür sehr stark. Ich bleib hier bei dem Feuer. Weil wir das schon auf Stufe 2 haben. Haha, du guten Katzen. Ansonsten habe ich es wegen Anime garantiert ignoriert. Du guten Katzen, alles klar. So. Ich werde morgen alt. Im Moment habe ich nur 5. Okay, ja, ist kein Problem. Also die Steuerung, an die gewöhnt man sich in der Regel. Und es ist kein Profi vom Himmel gefallen. Also wir können auch gerne ein bisschen failen, bis das Spiel wirklich hart wird. Hast du die Steuerung drin? Ich persönlich spiele mit dem Joystick und bin erfahren genug, damit ich uns beide carry. Dementsprechend kannst. Reicht auch, wenn du dich ein bisschen zurückhältst. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss, liebe Freunde des guten Geschmacks. Wie gesagt, Zati ist gerade nicht da. Ich weiß gar nicht, wann der Zati wieder da ist. Der müsste jetzt bald wieder im Land sein. Allerdings bin ich auch mitten in einem Umzug. Das bedeutet, Ende September muss ich aus der Wohnung raus. Dementsprechend wird wahrscheinlich der September eher Spiel- und Streamarm. So, wir sind jetzt wieder hier angekommen. Das ist schön, aber es bringt mich nicht weiter. Es bringt mich nicht weiter. So, Profil gespeichert. Die Frage ist jetzt, wo geht es weiter? Das Einzige, wo ich runter kann, wäre hier. Alles andere ist ja schon eingekracht. Hier geht es auch runter. Ist nur die Frage, ob ich da runter will. Hier geht's auch. Ah, hier geht's weiter, genau. Hier wollte ich nicht runterspringen. Oder hier wollte ich nicht runter. Oder? Aber zum Glück hat er mich nicht entdeckt. So, warte mal. Ich nehme erstmal das Eis. Für den Fall, dass hier was falsch läuft. Ah, oh, schade, dass man keine Save-States benutzen kann. Will ich. Wow, 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 wow. Ja, 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 ja. Gemein. So, jetzt habe ich ein bisschen Mana gekriegt, obwohl das Mana regeneriert sich selbst. Ist jetzt die Frage, wo geht's lang? Bin ich hier runter? Aber ich bin doch hier runter gegangen, oder? Bin ich mir relativ sicher. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch.
So, dann warten wir vielleicht besser. Ich spiele das da mal in Singleplayer an. Spiele nämlich eh mein Biblio durch. Alles klar. Ach, ich spiele gerade meine Bibliothek durch. Okay. Ganz im Ernst, mein Problem ist aktuell, dass ich keine passende Wohnung finde. Das bedeutet, ich habe mir noch keine angeguckt. Beziehungsweise, ich habe mir schon ein paar angeguckt, aber die, die ich will, die sind... Ich weiß nicht warum, aber da will der Vermieter viel zu viel für. Das kann man sich ja gar nicht leisten. Und die anderen haben mir eine Absage geschickt, weil erst meinen sie, ja, ist alles super. Und dann irgendwie doch nur an Studenten und so ein Scheiß. Und da denke ich mir so, wollt ihr mich verarschen? Und ja, es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich bin gerade so ein bisschen... Es ist ganz schön dunkel. Ich sitze so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Und dementsprechend, ich habe halt auch nicht viel Auswahl. Jo. Und dementsprechend, ja, ich kann noch nicht zu der neuen Wohnung sagen. Ich weiß nur, dass ich zum 30. raus muss. Ich meine, Nichtraucher, keine Haustiere, das sollte schon krass sein, aber hier hauen sie entweder Studenten oder halt wirklich ab 2000 Gehalt aufwärts. Das kann ich beides aktuell nicht bieten. Und da sind die Leute dann halt sowieso schon... Es ist schwierig. Ich habe es aber auch ein bisschen schleifen lassen. Dementsprechend ist es auch nicht so ganz fremdverschulden, da muss man auch schon sagen. Okay, ich schaff's noch nicht, die down zu hauen. Hier muss ich weiter, oder hier sollte ich weiter. Okay, der Blitz macht mit einem normalen Schuss ziemlich gut Schaden. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Ich möchte hier die Seelenfragmente nicht. Was? Hier war nur ein Monster. Das ist mies. Also ich gucke der Kleinen jetzt nicht unter den Rock oder so. Gibt eh nichts zu sehen. Finde ich cool, dass sie das so gemacht haben, dass sie ein ganz normales Höschen, ein ganz normale Hotpants anhat. Für die ganzen Perversen unter euch. Schade, dass man sich nicht anschleichen kann. Das haben sie schon super gemacht. So, die Optik her ist eigentlich ganz gut gelungen. Hier unten war ich doch schon. Ah, ich bin da runtergesprungen. Okay. Ich dachte, hier ging es weiter, aber pff, Arschlecken. Ach, ist ja doof. Naja, sag gerade der, der unter den Rock geschaut. Das habe ich ja nur wegen euch gemacht. Nee, das sieht man sowieso. Also, ich denke mal, es ist jetzt nicht so, dass man das sich diesen Blick dass man sich diesem Blick entgehen kann. Dementsprechend wäre es durchaus... Es wäre durchaus was anderes, wenn sie da mehr reingehauen hätten. Oder weniger. Naja, gut. Billige Wohnungen in, sagen wir mal, vorübergehend schwierigen Vierteln gibt es bei euch. Ja, ja, ich wohne auch am anderen. Zum ersten Mal. Ja, ich sag's mal so, ich suche jetzt nur was zum Übergang. Also, ich will mir ja schon ein schönes Apartment holen. Aber dementsprechend muss ich dann auch erstmal was anderes machen. Ein Problem allerdings ist, wie gesagt, dass die Vermieter halt irgendwie... Ach, die haben alle irgendwie Kohlen im Arsch. Die heulen alle rum. Wenn wir nicht genug verdienen, wie will er die Wohnung bezahlen? Ich so, hallo, wir sprechen hier von einem 250-Euro fucking Apartment. Was will man da großartig nicht zahlen können? Und, ach, was weiß ich, hinterfragen das alles mal nicht. Habe ich gesagt, dass ich den Blitz mag? Ja, das ist grausam.
Die Studenten kriegen alles hinterhergeschmissen. Ich habe ja auch keinen Schufa-Eintrag oder so. Das ist ja das Problem. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Aber es interessiert die Leute halt nicht. Also wenn man vorbereitet ist, ist hier alles easy. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur... Oh, komm schon. Also der Blitz muss ich aufladen. Sollte ich vielleicht wieder Pumpgun-Dingsbums nehmen? Boah, ich weiß echt nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Daumen drücken. Ja, interessant wird es natürlich auch bei weiterem, weil viele halt, viele haben halt schon festbestehendes Internet. Das bedeutet, es ist auch nicht ganz schwierig, meinen Vertrag es wird die nächste Hürde, wenn ich dann eine Wohnung gefunden habe, ist die Frage ist, kann ich meinen Internetvertrag mitnehmen oder nicht? Weil es ja keine klassischen Einzimmer-Apartments sind. Die meisten haben da irgendwie schon so Sachen vorbereitet. Da kann man sich dann ans WLAN anbinden, aber das ist mir nicht genug. Also ich bin echt bescheidener Mensch, aber einen eigenen Internetanschluss bräuchte ich halt schon. Und da ist natürlich schon, da wird es dann natürlich schon knapp. Wenn es dann heißt, ja, wir haben 25.000er Leitung, kannst WLAN mit benutzen, da wird Stream nix. Das wird dann natürlich interessant, ne? So, naja gut, kann ich nichts machen. Ich muss es so nehmen, wie es kommt. Bevor ich auf der Straße ende, schraube ich das auch nochmal ein bisschen zurück. Dementsprechend, aber ich denke mal, das wird schon irgendwie möglich sein. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß echt hier nicht, wo ich lang muss. So, guten Hunger, Justin, guten Hunger. Ich will gleich mal auf Toilette. Ich habe nämlich was gegessen. Wo muss ich jetzt lang? Verdammt nochmal. Es wäre so schön, wenn wir wenigstens ein bisschen... ...gesagt bekommen, wo man lang muss. Aber es ist totaler Mist. Das ist eklig. So, die Tür kann ich auch nicht aufmachen, aber es macht nichts. Boah, Leute, Leute. So, wenn ich wenigstens Shadowplay genommen hätte. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss. Kann ich auch wenigstens irgendwen fragen? Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Return to the State of Goddess, Elementar mehr. Nö, kann ich nicht. Ich kann auch niemanden fragen, wo ich lang muss. Das ist doof. Das ist echt nicht so super. Katze hat zwar... Hat zwar irgendwie gesagt, dass man irgendwo geradeaus muss, aber... Okay, hier habe ich die Katze gefunden. Definitiv, das weiß ich. Das bedeutet, hier gibt es kein Vertun. Dann geht es hier lang. Als ich dann irgendwo runtergegangen bin, hat die Katze gesagt, geradeaus. Das kleine Kitty Cat. Mensch. Boah, Leute. Leute, Leute, das... Ups. Entschuldigung. So, dann will ich doch nochmal hier runter. Vielleicht habe ich hier irgendwas vergessen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sicher ist sicher. Dann gehe ich nämlich nochmal hier lang.